Jemand, der dich irritiert. Jemand, der dich tief verletzt. Der deinen Platz okkupiert, der dich oft entsetzt. Das stimmt zwar, aber das ist doch nicht alles. Glaubst du etwa, das sei alles? Es gibt viele gute Gründe dafür, nicht mit jemandem zusammenzuleben, aber keinen einzigen Grund dafür, allein zu sein. Bobby, du bist da einer Sache auf der Spur. Du bist auf der richtigen Spur. Jemand, der dich bald dressiert, wälzt seine Sorgen auf dich und bindet dich raffiniert allmählich an sich. Du siehst nur, was du sehen willst. Bobby, du bist doch kein Kind mehr und du willst auch nie mehr ein Kind sein, oder? Du musst keine Angst haben, dass du keine gute Ehe führst. Du musst Angst haben, dass du überhaupt keine Ehe führst. Bloß nicht aufhören. Weitermachen. Jemand, der stets fragt, warum, und bringt dich dauernd in Not. Lobt dich und nimmt dir was krumm, sieht schwarz oder rot, bringt dich aus dem Lot. Und was hat das alles zu bedeuten, Bobby? Bobby, wie kommt es, dass du so viel über die Ehe weißt, wo du noch nie verheiratet warst? Es sieht schlimmer aus, als es ist, Bobby. Zähl alle Punkte zusammen, Bobby. Jemand nimmt dir deine Ruhe. Jemand dringt in deine Welt. Jemand, der nun immer zu sich fest an dich hält, der fürchtet wie du, am Leben zu sein. Am Leben zu sein. Am Leben zu sein. Am Leben zu sein. Lass die Kerzen aus, Robert, und wünsch dir was. Wünsch dir was. Wünsch dir irgendwas. Jemand soll mich irritieren, jemand soll morgens nicht gehen, soll meinen Platz okkupieren und mich missverstehen, das ist es mir wert, am Leben zu sein, am Leben zu sein. Sei jemand, der mich dressiert, wälzt deine Sorgen auf mich und binde mich raffiniert allmählich an dich, dann lerne ich mit dir am Leben zu sein, am Leben zu sein, am Leben zu sein. Das Gefühl, dass ich lebe. Lob mich und nimm mir was vor und bring mich dauernd in Not. Ich will dir sagen, warum allein. Ich brauche dich, um am Leben zu sein.